So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn mit dem nächsten, hoffentlich interessanten Quest. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen um Uni gekümmert und haben ihn beseitigt. Ich denke für ihn die gerechte Strafe nach dem, was er da getan hat. Die nächste Stadt oder wie auch immer. Ja, ich weiß nicht, was das jetzt gerade war. Gut. Ist Schiff das Ende? Ich sehe jetzt ein paar Schriften, aber ich glaube, das ist sogar schon das, was da oben ist. Ich glaube, weiter ist nicht. Da hin nochmal so. Oh. So, ergo wie. Ach, die sind untereinander dran. Okay. Er steckt in der Klemme. Von wegen sind untereinander dran. Komm her hier. So schnell ihr könnt. Los geht's! So daneben ist. Das wäre geschafft. Danke für die Hilfe. Wieder ein paar Erfahrungspunkte. Spielsaft, nimm mal mit. Komm her, lass uns reden. Okay. Moment, halt. Halt, Kollege. Komm jetzt, worauf wartest du? Ja, Mama. Mach mal halblang, Kollege. Ich will dich mal ein bisschen was mitnehmen. Willst du nicht reden? Ich will erstmal einsammeln, Kollege. Mein Gott, ey. Ungeduldiger Kollege. Ungeduldiger Mensch da. Hey, im Ernst, wir müssen reden. Halt's Maul, weiter. Was machst du ganz alleine hier draußen? Wo sind deine Männer? Ich riskiere nicht ihr Leben. Wenn ich dabei draufgehen sollte, ist es nicht so schlimm, aber nicht sie. Tut mir leid, dass du es ausbaden musstest. Oh, keine Angst. Das ist ein ganz normaler Tag für mich. Du weißt schon, Maschinen vernichten, Mörder jagen. Und was ist dann ein unnormaler Tag? Können wir loslegen? Ich wundere mich aber auch, dass er da draußen ist. Muss man sich Sorgen um den machen? Geht's dir wirklich gut? Tja, ich bin nüchtern, also nein. Wow, immerhin kannst du klar denken. Gewöhn dich nicht daran. So, jetzt müssen wir mal wissen, was mit deiner Schwester auf Flug ist. Und was hat Ulin getan? Erzähl mir, was mit Ersa passiert ist. Alle Einzelheiten. Niemand weiß es genau. Sie brach in der Nacht auf mit einigen ihrer besten Männer. Ihre besten Männer? Und dich nahm sie nicht mit? Nein, ich hatte zu viel getrunken. Vielleicht dachte sie, verdammt, ich weiß es nicht, dass ich es nicht packe. Suchtrupps fanden tags darauf ihre Leichen. Und die von ein paar Schatten-Kaja-Feiglingen. Es war ein Hinterhalt. Die Schatten-Kaja sind Tiere. Sie wurde so übel zugerichtet, dass man sie kaum noch erkennen kann. Es tut mir so leid, Erend. Ja, tja. Wenn ich diese Schufte finde, wird es ihnen auch leid tun. Warum haben die Schattenkaja das getan? Weil sie uns hassen und Ersa am meisten. Zusammen mit Avad hat sie sie aus Meridian gejagt. 2 Jahre haben sie ihre Wunden geleckt. Und jetzt haben sie sich an ihr gerecht. Warum ist sie gegangen? Und du hast keine Ahnung, warum sie mitten in der Nacht aufbrach? Nein. Doch es war bestimmt dringend. Eine Nachricht, Neuigkeiten über die Schattenkaja, ich weiß nicht. Machen wir uns mal ein bisschen um. Zeig mir die Leute des Überfalls. Na gut. Zeig mir, wo Ersa fiel und ich versuche, dir zu helfen. Dann komm, folge mir.
Wo sind wir denn hin? Hallo? Kommt und wo immer. Ne, Alter, nicht. Da. Entdeckt. Ja, aber das Heilen ist es immer. Willst du, oder? Shit, da müssen wir durch, oder was? Direkt. Erin wartet am Rotkampass. Ich sollte zu ihm gehen. Elizabeth Sobek. Du spionierst durch meinen Fokus. Sprich weiter. Was weißt du über sie? Bleib auf deinem Weg. Kennst du sie schon bald so gut wie ich? Oder besser. Doch pass auf. Schöpfers Ende ist voller Eclipse-Truppen. Um dich zu unterstützen, habe ich ein paar nützliche Dinge vor der Ruine abgelegt. Dein Fokus zeigt dir den Ort. Gut. Wer ist er und woher weiß er das alles? Elizabeth Sobek, hat er gesagt. Was ist das denn für ein Name? Brauchen Lohe. So, als erstes müssen wir hin, können wir das Ausrüstungsversteck. Wanderer sind das viele da oben. Unbedingt. Das sind doch diese komischen. Er herum wie eine Spinne mit einem Behälter auf dem Rücken. Was da wohl drin ist? Das sind doch die komischen Viecher, die wir doch auch im Dings hatten, da in der, in dieser Bruthöhle, Brutstätte, guck mal, Brutstätte da, vor ein paar Folgen. Nur in den Brutstätten lerne ich, wie man diese Maschinen überbrücken kann. Kann irgendwas heilen, jawohl, heilende Wildblut. Mit. Oh, oh. Das war eigentlich nicht geplant. Jetzt mal. Das brauche ich vielleicht noch.
Wir wollen immer mit uns quatschen, und zwar dieser Herr hier. Wer ist das denn überhaupt? Ach, den kennen wir doch. Jack Sparrow. Neil, noch immer auf Banditenjagd? Oh ja. Ich habe meine Klinge gewetzt, weil ich einen Kampf gewittert habe. Missversteh mich nicht. Aber dieser Abschaum stinkt. Und Panik und Verzweiflung verstärken den Duft. Wie Räucherwerk. Und wie heißt dein Messer? Wozu braucht ein Messer einen Namen? So viel zum Plaudern. Bist du bereit? Aber glaub nicht, dass mir das Spaß macht. Keine Angst. Wir nehmen dein Geheimnis mit in ihr Grab. Banditenlager Bruchhofen. Oder die? War in die Richtung. Bin so ein bisschen gespannt, Dann also auf die harte Tour. Ui. Ein Schwert. Die. Oh, die haben auch Feuerpfeile. Schön. Das muss euch nicht wehtun. Lager muss man den Klammern denn überhaupt da rumrennen. 1, 2, 3. Sieht aus, als wäre ich sicher. Willst du dich helfen kommen, oder was? Ich hab was gefunden! Gut, der ist down. Ich muss aber auch ein bisschen gerade auf meine Energie achten. Heilung zurück. Suche abbrechen. Jetzt wird gekämpft. Wunderbar. Der nächste down. Das sind die Elite-Kämpfer, okay?
viel haben wir denn noch drauf? 3, wenn ich hochkomme. Ja, sind noch 3. Oder sind das vielleicht echt noch mehr? Die anderen 3, was da oben. Oh, guck. Oh ja, da sind noch mehr. Mehr. Durch. Komische. Ja, wunderbar. Wenigstens sind wir nicht alleine. Das ist immer schon mal das Gute. Ich kriege dich. Sind wir geliefert? Das muss richtig wehtun. Los, jagen wir sie. Was wird das denn? Kämpfen! Reichweite! Leider haben wir noch ein paar. Ich glaube, jetzt würden sie gar nicht mal so schlecht. Die treffen gut, dass der das hat, Frau. Ich weiß nicht, wie. Was haben wir denn hier unten noch? Haben wir noch, muss eigentlich nicht mehr viel rumrennen. Sei denn, die haben noch. Boah, sei denn, die haben noch mehr da unten. Scheiß Alarm oder ich glaube, was das ist, das ist ein Alarm sagen oder so.
hatte ich 6, 7, 8, 9, 10 Mann oder so. Einige Elite Gegner dabei. Pflege. Geduld. Das wird jetzt richtig wehtun. Ach, da unten noch was. Wir sind am Arsch. Down. Nein. Nein. Ich glaube, ich muss alles nochmal neu machen. Weil ich an diesem scheiß Strauch hängen geblieben bin, komme ich da nicht mehr rauskam. Dünneres Auspul. Ja, ich müsste normalerweise gerne jetzt weitergehen. Mehr als genug rumrennen mit den Typen. Boah, eigentlich müssten wir da. Geht's dann jetzt nochmal rein? Jetzt versuche ich irgendwie außen rum zu kommen und es weitermachen kann, wenn du nichts kriegst. Thank you.